Mansplay und ich begrüße euch zur zweiten Folge vom Tramsim. Und da drüben seht ihr es schon, die neue E2, sie ist da. Ja, gerade eben frisch rausgekommen, vor 13 Minuten. Wir werden mit der Wagen Nummer 4050 hier weiterfahren. Ich habe jetzt einen neuen Spielstand gestartet, weil... Können Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Das wird sonst nämlich nicht gehen. Das wird das Fahrzeug wechseln. Hier ist anscheinend irgend so ein Bug, dass man nicht Ding... So, jetzt. Ich habe gerade noch mal ganz kurz den Spielstand neu geladen. Aber ich würde sagen, jetzt können wir losfahren. Oh, ein Träumchen. So, geil. So blinkt man. So, jetzt weiß ich es doch wieder. Oh. Dann würde ich mal sagen, steigen Sie bitte ein, werte Damen und Herren. Ja, wir fahren hier mit der, mit dem Beiwagen. Also das kann man nicht konfigurieren, aber ich wollte es einfach nur mal sagen. Ja, ich glaube, die KI fährt noch immer mit der Flexity, aber du persönlich kannst jetzt noch mit der alten Straßenbahn fahren. Das finde ich hier sehr schön. Den Knopf drücken und dann geht hier das wunderbar auf. Und wir können auch in den hintersten Waggon einsteigen. Es gibt hier sehr viele Innenkameras. Aber jetzt würde ich sagen, können wir die Freigabe löschen und losfahren. Der Sound hier ist sehr schön. Also wirklich, so klingt eine Flexity und so will ich das auch haben. Jetzt bin ich noch kurz... Ja, Freigabe löschen halt. Hä? Löschen. Oh, jetzt ist weg. Was ist denn da noch an? Warnblinker, wieso? Hä? Gibt es irgendwie noch eine Feststellbremse? Ah! Die Einsatztür war noch offen. So, jetzt piepst das Ganze auch. Und eigentlich soll... Hallo? Ah, jetzt fährt sie. So. Ja, also die Sounds hier sind wirklich... Ich habe Angst. Ja, wir sollten fangen. Okay, es wird jetzt sehr laut, aber es ist wunderschön. Und wirklich so klingt die, so schaut die aus. Wirklich. Man kann es einfach nur empfehlen mit diesen Lichtern da. Ist einfach nur schön zum Anschauen. Steigen zu U1, U2, U4, D2, 71. Da sehen wir noch einen Bug, hier ist keine Zielanzeige. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Oh, die wackelt auch so richtig schön, sie schleift schön. Das schaut alles so schön rostig aus und sowas. Ein Träumchen. Ja, also richtig schön gemacht. Hätte ich da gerade fahren können, wenn das raufgegangen ist? So, ja. Ah, let's go. Ich blinke jetzt, ja. Ich sehe es schon. Ja, hier sehen wir es nochmal. Hier fährt die 1er Flexity und nicht... Also, die 1er Flexity, was ergibt der Satz für einen Sinn? Aber ihr wisst schon, was ich damit meine. Die Flexity fährt. Und ja, was soll ich hier sonst noch sagen? Klein, verstehe ich alles nicht. Da, Freischwenkstufe, Türkontrolle ist aktiviert. Fernlicht funktioniert nicht. Abi funktioniert... Scheibenwerfer und Scheibenwischer funktioniert. Hallo? Muss ich da jetzt immer diese eine Taste da drücken?
ja, diese Leertaste setzt das jetzt wirklich auch zurück. Meine Leertaste drückt. Genau, schon die alten Spiegel und sowas. Einfach nur ein Hormchen. Ah, damit können wir schon fahren. Komm, gib Gummi! Tontüte vor 10. Einfach nur ein Träumchen. Burgring. Umsteigen zu 57A. Das wäre sehr gelingen. Ja, man kann jetzt auch die Wagennummer konfigurieren. War ein schönes kleines Update. Ah, das Räumchen. Ich finde die KI irgendwie noch immer nicht schön. Also die aber das da. Es gibt noch ein moderneres Modell. Aber das Modell reicht vollkommen aus. Und ich glaube, dass da noch mehr in Entwicklung ist. Das funktioniert irgendwie noch nicht gut. Mit dem Beifahrwagen, wir haben es gerade gesehen, der wackelt komisch, aber ja, es geht. Jetzt gehen wir mal Gummi. Die FPS sind jetzt ziemlich unten. Also falls irgendwas, also es ruckelt jetzt wahrscheinlich, außer mein Schnittprogramm macht Wunder und du es nicht ruckeln lassen. Ja, dafür kann ich jetzt nichts. Also meine Aufnahme laggt nicht. Ich möchte es nur gesagt haben. Aber wo haben wir hier den Punkt? Da drüben. Ein Räumchen. Das ist cool. Er sagt halt dann, dass der Warnblinkanlage an ist. Aber anscheinend muss man hier immer bei der alten Straßenbahn noch... Warte, wir schauen uns das kurz an. Es ist ja auch für euch wichtig. Steuerung. Ah ja, das Lied irgendwie ist immer so komisch. So, VR-Modus wechseln. Nein, nein, nein. Cockpit. Nein, 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 nein. So, hier. Leuchtdrucktaste. Nummer 9. Okay. Ja, das Nummer 9 sollte das sein. Ja, durch die 9 kann man das auch machen. Okay, hallo. Kann ich wieder schließen? Danke. Aber es hat viel mehr Gänge. Also, der schiebt doch ordentlich nach vorne. Hallo? Dann geht's weiter zum Burgring. Da sehen wir es auch. Das funktioniert noch nicht ganz so gut. Ring. Volkstheater. Umsteigen zu U3. 46. 49. 48. Das war ein Sound. Ein Träumchen, wie wir hier hinfahren. Ja, da sind wir halt die Flexity, also die KI. Ich weiß nicht, ob man es umstellen kann, aber das kann man auch in den Einstellungen. Ja. Hier unter KI. Okay, doch, kann man nicht ändern. Verkehrsaufkommen. Okay, man sollte hier eigentlich nichts ändern können. Schade, aber es wäre cool, wenn hier und da auch noch so ein paar ältere Straßenbahnen herumfahren. Nicht alle, aber hier und da mal. Weil es fährt bis jetzt noch nicht einmal auf einer Linie. Eine komplette Linie mit Flexity. Ist schön modern schon, aber... Ah! Es fehlt noch irgendwie. Okay, wir sind jetzt ein bisschen weit hinten. Wir werden nicht einmal mehr angezeigt. Das ist nicht gut.
Deshalb sollten wir... Ah ja, man kann die Türfreigabe wirklich jetzt früher drücken. Das hat man hier vor dem Cockpit gesehen. Man kann hier diese zwei... also, das heißt, Handbremse, was auch immer. Kann man... Irgendwo ist da jetzt noch eine Tür offen. Ah, oh, jetzt ist es zu. Aber man kann das bei den alten Standen machen, oft auch die Fahrer. Ich habe die Türfreigabe vorher gelöscht. Ah ja. Und ja, also die Türen öffnen dann halt ein bisschen früher, bevor die Straßenbahn wirklich zum Stillstand kommen. Hier einmal das Parlament, das habe ich im Livestream gesehen. Livestream wird es auch irgendwann geben, aber heute jetzt mal nicht. Wahrscheinlich erst am Wochenende. So, ein Träumchen. Okay, wir haben sehr gut Golden. Okay, diese Ansicht ist etwas nervig. Aber die passt. Wir sind... Wir können uns das mal auch aus der Perspektive anschauen. 3 Minuten. Also ziemlich weit hinten. Aber das ist mir sogar zu weit hinten. Jetzt kann man Gas geben schon mal. Gott, das ist so billig. Ah, jetzt. Hallo? Wieder? Ja. Direkt hier spielen. Hallo? Ja, ich fahre jetzt trotzdem noch. Das ist mir egal. Bin so weit hin, das kann ich mir nicht leisten. Kein Vorbild, aber egal. Nein, dieser Kack-Kevin. Nein, hier haben wir das Rathaus. Wir fahren übrigens wieder im Sommer. Ja, hier sehen wir wieder das... Also, ihr sitzt zum ersten Mal bei mir im Video. Das Rathaus... Aber sie lässt sich einfacher handeln als wie die Flexity. Muss man schon sagen. Also ich kann damit besser umgehen. Wenn ihr irgendwann mal ein bisschen was im Hintergrund hört, kann das daran liegen, dass mein Bruder gerade aufnimmt. Mit seinen Freunden. Und das deshalb hier... Dass ihr da was hören. So. Komm. Was ist denn da immer? Oh, fahr! Also die Freigabe, die muss man. Oh. Das sieht nicht schön aus. Ja, hab's verstanden. Ja, gut, hab die Ding nicht gesehen. Aber egal. Egal, ich hab halt schon mal zwei Menschen. Wann? Durch die vielen Gänge kann die meiner Meinung nach viel einfacher denken. Ah, mein Geschichtelehrer ist wieder da. Ah, ist grün. Sollte. Die fahren alle. Ein Träumchen.
Aber bremsen kann ich echt nicht gut. Das muss man schon sagen. Zu E2 mit dem C5-Anhänger. Ich glaube, die E2, weil das da ist schon ein anderes Modell, weil es gibt dann noch so eine, die hat da eine größere Anzeige. Das ist, glaube ich, moderner. Ja, hier kommst du jetzt nicht mehr rein. Ach nö. Okay, die tun. Eigentlich ist der jetzt gerade rot geworden, aber egal. Wir fahren mal. Börse. Umsteigen zu D. In Richtung Nussdorf. 40A. Das ist interessant. Wir sehen hier Batterie. Ich glaube, das heißt, weil die da oben. Wir haben da. Ups. Wir haben oben. Wir haben hier oben so auch so einen Strom. Nutzen den auch, aber nicht viel, glaube ich. Also ich glaube, dass die. Also ich habe es mir immer so ding, dass die da irgendwo gekurbelt haben. Vielleicht ist das da oder sowas. Aber anscheinend ist die auch schon mit Strom gesteuert. Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin noch nie hier gesessen, noch seit langem hier vorne gewesen, wegen Corona. Das sind nämlich alle Sachen. Ich muss warten, bis dieser Schmutz hier. Ich habe es eh schon so leise eigentlich, aber es ist noch immer so laut. Also wegen Corona sind bei den bei den Fahrern sind die Plätze abgesperrt. Oh, jetzt möchte ich aber schon nochmal ganz nach hinten. Sieht auch schon cool aus. Weil die halt eben länger ist und sowas. Hier merkt man, hier sind noch ein paar Bugs. Ich hab... Oh, sieh da. Ich habe gedacht, die hat eine Zigarette im Ding. Aber hier ist echt noch ein Triggerfehler. Die rennen hier alle runter. Oh, das war jetzt ein Leer. Schottenring. Umsteigen zu U2, U4, 31, 3A. Alle raus, alle raus. Ja. Weil ich auch gerade sehe, dass die Folge schon sehr, sehr lang ist. Die Tramsam-Folgen sind immer so lang, aber ich möchte nichts kürzen, damit man eben alles von Wien sieht. Nicht nur ein bisschen was. Steigt sie jetzt ein? Ich mach's. Wiedersehen. So, wir fahren jetzt noch eine Station und dann war's das auch wieder. Ich hab den Ohr.
Okay, hier sehen wir auch schon wieder ein paar Trigger-Bugs. Umsteigen zu 2A. Flughafenbus. Bitte seien Sie achtsam. Andere brauchen den Sitzplatz vielleicht notwendig. Die Flexity rast hier aber. Ja, keine Chance. Sind spiele ich auch nie. Ich kann Search nehmen, aber den habe ich Rang 21. Oder hier. Also wenn das nicht 10 Punkte sind, und das sind sie auch. Das ist ja perfekt gehalten. So. Können Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Nein. Ja. Gut. Goody, goody. Dann war es mit dieser Folge dran, Sim. Es geht jetzt schon wieder weiter. Ich hatte jetzt ein bisschen mehr zum Tun. In den letzten Tagen, Stunden, was auch immer. Und deshalb kam jetzt kein Tramzimmer, aber es wird jetzt wieder weitergehen. Das bitte vorbeilassen. Geht auch woanders. Können Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Und dann können wir auch noch wunderbar zur Prater Hauptallee endlich mal kommen. Okay, der Knopf funktioniert irgendwie nicht. Aber hier kann man drücken, der leuchtet, dann geht das hier auch wunderbar auf. Ich möchte jetzt noch einmal, wie immer, mal ganz kurz durch den Zug gehen. Ja, die Wiener Linien sind Partner im Vor. Und ja, dann das mit dem Gelb wäre mir neu. Ich war aber seit einem Jahr nicht mehr Straßenbahn gefahren und schon gar nicht mit dieser. Aber irgendwie sollte das so orange wirken, so wie es da jetzt wirkt. Aber es ist irgendwie zu hell, aber egal. Hier seht ihr nochmal die Verkabelung. Hier sehen wir, dass hier irgendwas nicht passt, meiner Meinung nach, weil das da viel zu weit unten ist. Das sieht irgendwie von der Grafik nicht schön aus, aber egal. Ich bin kein Kritiker. Und man kann seit neuem nimmer mit E einsteigen. Also man kann sich jetzt nimmer teleportieren. Das wurde jetzt behoben. Ja, und damit würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch genauso gut gefallen wie die erste Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und hoffentlich sind wir dann endlich bei der Prater Hauptallee. Ciao, ciao!